Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Partie Blood Bowl. Ja, es ist ein wenig ruhig geworden, das muss ich gestehen. Aber hier bin ich nun wieder und das mit dem neuen Equip, das ihr alle sehnsüchtig erwartet habt. Ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt und alle verstehen mich. Wir sehen uns hier in der deutschen Blood Bowl Liga ein Spiel zwischen mir und wir sehen es hier Twi Lennymoor an. Twi Lennymoor ist ein sehr, sehr erfahrener Tabletop-Spieler und zu Recht in Liga 1. Genau, da befinde ich mich nämlich jetzt. Ja, es fehlten einige Spiele aus der letzten Liga, die versuche ich auch noch nachzukommentieren, aber ich hatte jetzt erstmal Bock, die aktuelle Saison nachzukommentieren, in der Hoffnung, ich schaffe es noch vor dem letzten Spiel alle aufzufangen. Das sieht aber eher schlecht aus, weil wir uns zurzeit schon an Spieltag 9 befinden. Das heißt, das hier ist jetzt schon 9 Wochen her, über 2 Monate. Ich schau mal. Meine Masterarbeit habe ich abgegeben. Ich warte so ein bisschen auf die Rückmeldung. Schauen wir mal, was daraus so wird. Bestehen ist eigentlich das, was ich will. Die Note ist total egal, weil ich habe ja einen Job. Genau. So, ich klicke mal ein bisschen weiter. Wir schauen uns mal an, wer hat hier... ich habe das Anstoßereignis gewonnen, habe gesagt, ich möchte als erstes angreifen. Ja, ansonsten das Team, wie sieht es mittlerweile aus? Ihr habt es jetzt ja nun schon länger nicht mehr gesehen, deswegen machen wir mal kurz Pause. Stellen Sie Ihr Team auf, danke. Das hat sich ja super gepasst. Also, der Baum hat Guard und Grab. Dann haben wir hier einen Lineman mit Wrestle Tackle. Wir haben hier zwei Linemen ohne Skill. Wir haben einen Wardancer mit Sidestep. Wir haben unseren Star hier mit Movement 10, Sprint, Surefeet und Sidestep, Block, ja. Dann unser AG5-Monster hier, natürlich der Catcher mit Rüstung 6 und Frenzy mittlerweile zu seinem Mighty Blow. Ja, die ganzen Garder, die wir noch kennen, die sind mittlerweile alle tot, bis auf den hier. Aber, naja, irgendwelche Bauernopfer muss es halt immer geben. Naja, und hier haben wir noch Drunken Sailor, den zweiten. Hier ein Lineman mit Stärke 4. Ziemlich cool. So, und da geht's auch schon los. Twi Lennymoor, ja, Chaos-Zwergenteam. Das hier ist ziemlich böse. Break Tackle und Frenzy. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man sich so stellt. Er hat hier einen Agi 3 Block Dodge Bullzentauren. Weiß ich gar nicht, ob man das schon bei dem hier sagen kann. Also Stärke 4, Agi 3 Block Dodge. Ich hasse dich. Ja, so ein Surehands Hobgobbo Dirty Player. Das hier ist eher normal. Ne? Vor allem auch der Junge hier mit Clown. Klar, der Double auf den Blockern ist immer Clown. Und ja, so, weiter geht's. 12 Mann, einer steht noch draußen und ich glaube, ein Zwerg hatte keine Lust, gegen mich zu spielen. Genau, ansonsten Zwerge, ne? Zwerge und Waldelfen mögen sich nicht ganz so, denkt man zumindest. Naja, ja, den Werfer hier habe ich ja vor allem wegen Leader und wegen Block Dodge. Ja, da an der Stelle Sidestep, ich glaube, da hatten wir das letzte Mal drüber diskutiert. Hat mir sehr viel geholfen bisher und würde ich auch nicht missen wollen. Kommt der Kick. Und es geht los. Ja, da. Da liegt der Ball hier hinten. Und ich fange mit ein wenig Geblocke an. Da geht es mit Schieben los. Sehr schön. Dann bringen wir ihn hier erstmal in Sicherheit nach hinten. Wir wollen ja schließlich einen langsamen Angriff machen. Als nächstes darf das Bäumchen mal ran. Da ziehen wir ihn hier zur Seite. Ja, hätte ich den Block nicht zuerst gemacht, wäre das sogar ein Dreiwürfelblock gewesen. Aber man kann ja nicht immer alles haben, ne? Ja. Auch da wieder nur schieben. Also steht das Blitzopfer ja bereit. Und da kommt es. Mighty Blow, Frenzy auf ein Zwerg. Zack. Und Rüstung durch, gleich verletzt. So geht's los. Ja, die bösen Elfen haben zugeschlagen. Stärke down, keine Verletzung. Da steht er da wieder. Badly hurt wäre irgendwie besser gewesen. Naja, gut. Ich bringe mal meine Jungs hier so ein bisschen zurück in Sicherheit. Und ja, der Stärke 4 gefällt mir nicht so richtig. Aber
Na gut, was soll man machen? Fame habe ich gewonnen. Da wird der Ball aufgehoben. Zack, aufgenommen. Und nochmal so ein SSP-Pass. Schließlich ist er ja ein frischer Catcher. Ja. Die beiden Stars hier möglichst nicht blitzbar. Ich glaube, Inducement gab es gar nicht, ne? Haben wir hier irgendwas? Doch, da gab es eine Bribe. Also habe ich im TV, war ich weiter vorne. Genau. Zack. Zweimal schieben. Das muss man doch machen, wenn man vorher eine Casualty geschlagen hat. Ja, hier kommt der Half-Die, ne? Schieben jetzt ja auch getan. Na gut, aber so. Das hilft ihm natürlich ungemein. Und gerade wenn man da auch zwei Zwerge stehen hat, dann kann man den anderen dann mal eben wegbewegen. Also ihr seht, Half-Dies lohnen sich. Kann man durchaus mal machen. Zwei Dirty Player, da wissen wir eigentlich, was auf uns zukommt. Das war auch der Grund, warum ich mich für Angriff entschieden habe. So, da steht der Baum wieder. Genauso muss das sein. Und da eigentlich er hier auf der Seite ist, gehen wir mal auf die andere, ne? So, zack. Da ist ein Hobgoblin mit Guard. Ich hab Tackle. Ja, das hat nicht sollen sein. Na gut. Wir sehen hier eine Ballübergabe an der Stelle auf den Wardancer, weil der hat 11 SSP. Der muss einfach noch mal ein bisschen besser werden. Ja. Jetzt bringen wir mal alle hier hinten so ein bisschen in Sicherheit. Das da passt ja auch ganz gut. So, zack. Ja, vielleicht will ich ja auch über die andere Seite angreifen. Wer weiß das schon. So, und damit gibt es keinen Block für die Chaos-Zwerge. Ist ja auch schließlich mein Angriff. Auch ihn in Sicherheit bringen. Und ich glaube, Twilenimor macht sich jetzt, stellt sich jetzt hier einen Drei-Würfel-Block, oder? Nee, doch nicht. Da kommt der Blitz. Der Rest wird nur eingebaut. Zack. Da geht's nach da. Kriegt er nochmal einen Extra-Block. Ja. Also das sollte man immer versuchen, ne? Immer schön sich einen extra Block stellen, wenn das irgendwie möglich ist, um dann danach noch zu faulen. Und Schiri, da, der war's. Ja. Ihr seht, durch die Rüstung war er durch und dann gab's einfach nochmal einen Stun. Na gut, aber er hat eine Bribe, er hat zwei Dirty Player, was ist genau das, was man eigentlich haben will. So, da haben wir jetzt nochmal einen Drei-Würfel-Block uns gerade gestellt. Er hier hinten darf dann da auch nochmal ran. Dann wird da geblitzt. Und das war jetzt eigentlich ein bisschen dämlich. Aber nun gut. Ja, ich versuche jetzt hier mein Team ein bisschen durchzuziehen. So, da darf er noch mal ein bisschen Mighty Blow auf den Zwerg. Nichts passiert. Na gut, okay. Ja, und jetzt darf er noch mal wegdodgen. Und jetzt kann er hier auch noch mal in Touchdown-Reichweite gehen. Ach, sogar so weit nach vorne. Lauf doch nicht so weit. Ihr seht, das Team ist da vorne zusammen. Das heißt, so ein paar Runden kann ich auf jeden Fall noch stallen. Und dann werden die hier mal so ein bisschen aneinander gebunden. Wir sehen hier einen Garda, dann kann er nämlich gleich mit ihm hier an den Wardancer ran. Dann hat er einen Tackler am Ball, was ja auch nicht schlecht ist. Und er forciert mich jetzt hier natürlich dazu, einen Touchdown zu machen. Ja, er kann leider nur schieben, oder für mich natürlich gut. Geht nicht nach, das wundert mich jetzt da ein bisschen.
Wahrscheinlich, aber hat er dadurch noch einen Assist hier behalten? Ja, hat er. So, und da hat der Schiri, aber er hat gleich die Bribe behalten. Natürlich. So, wir nehmen die zwei Würfelblocks mit, die wir kriegen können. Und gleich hier Rüstung durch. Was ein brutaler Typ. Oh, da haben wir den nächsten Abwehrender an der Stelle. Hm. Blitz gab es noch nicht, aber hier hätte ich vielleicht sogar jemanden surfen können. Aber so, zack, leider nicht. Auch der Bullzentaure will nicht. Den wollte ich ja hier so schön durch die Gegend schieben. Jetzt habe ich da noch einen One-Die. Und natürlich, jede Runde, die ich weiter stallen kann, hilft natürlich. So, da machen wir jetzt noch den One-Die. Schieben reicht aus, genau damit er nach da kommt. Genau so soll es sein. Und am Ende darf der Baum nochmal. Zack. Ja, kaum zu glauben, aber ich glaube, ich bin in Überzahl, ne? Ja. Immer noch ein Spieler in Überzahl. Hätte er keine Bribe gehabt, wären schon zwei. Waldelfen. Die Killer deiner Jugend. So, da bin ich gespannt, was jetzt passiert, weil hier hat er ja ihn geblockt. Ja, er muss halt ihn blocken, weil ansonsten wird er da gesurft. Genau, zack. Und der geht zur Bodenrüstung 6, Mighty Blow. Da sehen wir das Häuschen. Ja. Und wir sehen Doppel 5, Doppel 1. Schade, dass es kein Foul geworden ist, ne? So, da kommt aber das Foul hier richtig schön nochmal auf ihn drauf. Zack, Ripe ist weg. Können wir nochmal drauflatschen. Na, nicht mal durch die Rüstung. Ha. Weak, Rüstung 6 ist halt die beste. Ne, Steinberg? So, dann gucken wir mal, was hier so geht. Da, zack, haben wir den ersten gelegt. Jetzt legen wir hier den zweiten, oder? Ne, doch nicht. So. So, jetzt darf er hier nochmal. Kann nur schieben. Schade, schade. Ja, und da... Ich hätte jetzt noch weiter stallen können. Ich hätte wieder zurücklaufen können zum Beispiel, mir das da irgendwie besser stellen oder da hinten durchblitzen oder sowas, um mich auf die andere Seite zu stellen. Aber na gut, wenn es so läuft. Ich habe zu sehr an den Gegnern dran gestanden. Mehr hätte ich danach die Runde halt böse auf die Nase bekommen. Mütze. Nicht Nase, Mütze. Gut, okay, also geht's jetzt ins Verteidigen. Das kann man ja schon mal machen, wenn man jetzt hier ein paar Spieler hat. So, immer mal hier weiter. Immer noch nicht entschieden. So, wie wollte ich denn jetzt stehen? So vielleicht. Ja, ja, so sollte es dann im Endeffekt werden. Mein Problem ist, mir fehlen einfach Spieler, die ich opfern kann an der Linie. Und dahinter. Weil irgendwie alle ziemlich geil sind. So, Randale hilft mir natürlich. Das ist so quasi wie noch einen Zug weiter gestallt. Damit hat er nur noch drei Züge. Das macht's für mich natürlich einfacher. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das Mikro ist jetzt ja immer offen. Das heißt, auch sämtliche Nebengeräusche muss ich irgendwie nochmal wegfiltern, beziehungsweise die Mute-Taste finden, ne? Ja, werden wir aber hinkriegen. So.
klar, da wird der Ball aufgenommen. Und wird nochmal ein Go-For-It gemacht. So, jetzt kann er nach vorne. Genau. Er hier dient als Passempfänger oder soll er zumindest. Da war eigentlich schon Showfeed weg und er macht es trotzdem. Aber bei 3 Rerolls in 3 Zügen, was will man halt machen? Na klar, hier kommt der Blitz drauf. Am besten noch mit Tackle auf ihn. Genau. Und leg dich hin, geh raus. Ja, perfekt. Kann ich mich doch noch super dran erinnern hier. Zack. Ja. Dann kann man auch nochmal einen nach vorne schicken, ne? Oder 2. Oder 3. Ja, der K.O. war natürlich äußerst hilfreich. Er muss jetzt halt innerhalb von 2 Zügen den Ball von da hinten irgendwie hier nach vorne bringen. Und hat eigentlich nur noch ihn hier, der überhaupt den Ball empfangen kann. Beziehungsweise ja, die beiden hier natürlich auch. 4 plus, sagt Arioso hier immer, ne? Er geht halt ran. Jetzt gibt es da gleich einen 3-Würfel-Block gegen ihn hier. Aber dadurch, dass der Rest auch nach vorne geht, sehe ich sogar meine Chance, hier jetzt 2-0 in Führung zu gehen. Ja, das hat nicht geklappt. Da liegt er aber und das ist eigentlich der Spieler, den man ungern geblitzt bekommt. Vor allen Dingen mit Mighty Blow. Aber, ja, das hat einfach gut geholfen. Er hier liegt auf der Nase, weil der Reroll gerade da vorne drauf gegangen ist. So. Also was ist der Plan? Eigentlich hätte ich mit ihm hier ihn Unterzahl blocken müssen. Ich verstehe gar nicht, warum ich das nicht tue. Er hat halt hier 2 Garder, aber hey, wurscht. Oder mit dem Stärke 4 in Wonder hier. Gut, dann nehme ich halt keinen Reroll, weil... Und dann gibt's jetzt da auf die Mütze. Ja, es ist natürlich super schwer für ihn überhaupt da dran zu kommen, ne? Warum ich den Baum hab gerade nicht aufstehen lassen, weiß ich allerdings auch nicht. Er hier steht sogar in Touchdown-Reichweite. Der gute Mann hier. Naja, dann. So, jetzt bin ich gespannt. Hier kommt er durch. Eigentlich sogar ziemlich gut mit 2x3 plus. Mit der 4 plus Ballübergabe. Ja, der muss zu Boden gehen. Ja, und jetzt gehe ich natürlich zum Ballempfänger hin. Wohin auch sonst. Dadurch kann er nochmal. Ja. Er probiert es trotzdem. Was soll er halt auch sonst tun? Aber ich habe ja leider keinen Spielzug mehr. Naja. Also das war nicht so wirklich toll von mir gespielt. Da hätte ich vielleicht eher den Stärke 4er auf den Jungen draufsetzen sollen. Naja. Gut, zweite Hälfte beginnt auf jeden Fall besser für ihn. Er hat nämlich hier den Ball da gleich gefangen. Da liegt der Baum mit Klaue. Bei einer Doppel-1 ist die Rüstung nicht durch, Gott sei Dank.
Ja, und da kommt der Blitz hier auf ihn. Ja gut, aber wenn ich den Baum nicht an die Linie stelle, wohin halt sonst, ne? Also deswegen alles in Ordnung, so wie es ist. Ja, jetzt gibt es halt die Variante, ihn einfach passieren lassen und in der Hoffnung, einfach genug Spieler zu haben. Naja. Also, aber ich verteidige ja noch mit vollem Squad halt in Halbzeit 2. Führer 1-0, ist eigentlich ziemlich cool. Ich hätte jetzt eigentlich sogar offensiv hier reinhüpfen können und überlegen, ob ich nicht ein Half-Die gegen ihn mache. Ich muss halt nur aufpassen, weil es könnte sogar ein Minus 3D sein, weil wir hier jetzt einen Stärke 4 Ballträger haben. Er ist auch noch wichtig. So, zack. Schön alles gesichert, was irgendwie zu sichern ist. So. Da geht er raus. Ja. Der Dirty Player wird schon mal bewegt. Der andere steht hier vorne, also es wird jetzt gerade mal nicht gefoult. Immerhin. Ja, da klappt das Ausweichen nicht. Geht aber doch, weil ihr seht, der Stiefel ist einfach so wichtig, dass man da auf gar keinen Fall irgendwie auf den Leim nimmt. So, und raus, ja. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ja gut, wenn er aufstehen können, hätte ich hier schon den Minus 2D-Leap auf ihn gehabt. Wo ich eigentlich genug Ergebnisse habe, die mich eigentlich bevorteilen. Ja, und hier schaut mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann wäre der Dirty Player hier draußen gewesen. Ich hab's nicht gesehen. Wir merken uns mal diesen Spieler hier, das war leider spielentscheidend. Und eigene Dummheit. Was auch immer ich hier jetzt versuche. Ja. Da erinnere ich mich nämlich noch dran, weil ich mich so sehr geärgert habe. Hier ihn auf ihn, dann hier runter, ne, habe ich irgendwie auch nicht so richtig drüber nachgedacht. Jetzt konnte ich ihn hier blocken. So habe ich halt gedacht. Ja, ja. Und da, jetzt, zack. Und dann folgt er. Wunderbar. Kein Rüstungsbruch, gar nichts. Aber gesurft, dann wäre halt noch ein weniger, ne? Dadurch, dass der eine jetzt gerade rausgeflogen ist, wäre ich dann zwei Spieler in Überzahl gewesen. Ne? Hier schön, zack. Ihr habt ja gesehen, was hier gerade gewürfelt wurde. Erstmal schieben, dann wäre er da gewesen. Pau, wäre er draußen gewesen. So hätte es sein müssen. Jetzt gibt es hier den Block, der geht zu Boden. Warum weiß ich das so gut? Ihr könnt es euch vorstellen. Das Spiel beginnt sich zu drehen. Und das an so einer Entscheidung, weil bis dahin stand meine Abwehr ziemlich gut, aber was ich hier jetzt gemacht habe, ist irgendwie eine Katastrophe. Und hier liegt jetzt ein Spieler. Der wird jetzt halt einfach hier so getreten. Zack. Ja, er liegt ja auch mitten im Käfig drin. Ja, kommt die Verletzung. Wrestle Tackle. Auf Wiedersehen. Missed next game. Dann haben wir hier einen Half-Die. Der wird nochmal gerollt. Und damit geht der Baum zu Boden. Ja, warum auch nicht. Der steht natürlich erstmal nicht auf. Wurzeln schlagen und bleibt liegen. Doppel 1.
Ja, dann war mir wichtig, ihn hier quasi Richtung Außenlinie zu pushen, aber habe ich übersehen, dass er standfest hatte. Das war also totaler Unsinn, was ich da wiederum gemacht habe. Ja, ihn bringe ich hinten in Sicherheit jetzt, weil es geht allmählich darum, dann halt zu sagen, gut, ich habe halt meinen das verkackt, deswegen die Abwehr verkackt, deswegen kann der jetzt halt weg. Und jetzt habe ich hier sogar noch zwei Spieler, an denen da dran stehen. Der hier hat seinen 3-Plus-Dodge nicht geschafft, aber das war definitiv nicht ausschlaggebend. Also ich vor allem, dass ich hier jetzt auch noch für das Schieben einen Reroll vorhin ausgegeben hatte, das ist halt total Blödsinn gewesen. Push, push. Da kommt der Blitz auf ihn. Genau. Auch der geht zu Boden. Zack, nach da. Klar. Ihr seht den wieder, den Rüstungsbruch. K.O. auch raus. Und schon bin ich aus Überzahl in Unterzahl. Und ich hatte mich damals einfach gefragt, was habe ich falsch gemacht? Und falsch gemacht habe ich, indem ich den einen nicht gesurft habe, der mir da so schön angeboten wurde. Zumal ich den ja auch extra noch so positioniere, dass ich mit ihm surfen kann. Also, ja, liebe Leute, ich war zu dem Zeitpunkt vor allem in Gedanken bei der Masterarbeit, aber nichtsdestotrotz ist das keine Ausrede. Ja, und hier liegt der Werfer wunderbar neben dem Ballträger, deswegen muss der halt weggetreten werden. Ihr seht, Dirty Player, der schon eigentlich gesurft ist, hat hier mal wieder draufgetreten. Eben hat er den anderen da schon rausgetreten mit Miss Next Game, jetzt hat er ihn gestunt getreten und der Schiri, dem ist egal. So, da versuche ich jetzt nochmal das Unmögliche hier, schieben da auf ihn. Zwei Würfelblock, ja, hat geklappt. So, der Ball geht raus und liegt eigentlich ziemlich scheiße. Naja. Gut, ihn kann ich wieder in Sicherheit bringen. Ja, was probiere ich an der Stelle? Ganz klar. Pickup, warum nicht mit ihm? Wer weiß das schon? So, dementsprechend, da, der geht schon mal schief, also schön, zack, und gleich verletzt, raus, auf Wiedersehen, Drunken Sailor, der zweite, schwer verletzt, auf Wiedersehen. Ja, ich bin unzufrieden. Unsinn. Ja, er kann jetzt, erste Block, den ich ihm geschenkt habe, zweiter Block, den ich ihm geschenkt habe, dritter Block, den ich ihm geschenkt habe. Ja, und da kommt der Blitz noch auf ihn, weil ich ihn einfach dämlicherweise habe stehen lassen da hinten. Ja, da wird der Ball aufgehoben, wenn man hier schon einen Shorthand-Spieler hat. Damit ist auch vorbei mit Strip Ball in den Half-Die. Ja. Und der Dirty Player des Todes, der eigentlich gesurft gehörte, hat den nächsten K.O. getreten. Auf Wiedersehen. Und der Schiri hat es schon wieder nicht gesehen. Ja, an der Stelle sage ich mir, mach doch deinen Touchdown, ist mir jetzt egal. Oh, und da die nächste 1. Klar, da muss ich jetzt mal rerollen. Immerhin das. Und schwupps. Versuch mich doch zu fangen. Und jetzt versucht er hier noch rauszudutschen. Ah ja. Der konnte noch, aber ich glaube, er kann schon wieder nicht mehr. Doch, kann er auch. Klasse. Ja, er macht halt das einzig Richtige jetzt. Hier unten schön die große Linie auffahren. In die Mitte von zwei Gardern und dann machen wir hier eigentlich nochmal eine Reihe davor. Ja, der Bullzentaure geht jetzt ihn hier suchen.
Da kommt wieder der Dirty Player des Todes. Ja. Ja, und er macht das jetzt ganz geschickt. Er versucht halt, ihn zu jagen. Sowohl entweder mit ihm oder mit ihm. Deswegen, der hat Frenzy, Stärke 4. Ja, da wollte der Hobgoblin nicht wirklich ran. Ja. Ja, warum ich jetzt nicht hier blitze und mich zum Beispiel da dran stelle oder so. Keine Ahnung. Hätte ja auch dahin ihn da wegblitzen können, mich dann da hinstellen. Das wäre eigentlich viel wichtiger gewesen, weil dann wird er nicht geblitzt, sondern halt irgendjemand, der nicht ganz so wichtig ist. Tja. Ja, der Zwerg geht hier mal wieder auf Tuchfühlung. Der kommt doch auch dran. 3, 6, 9, ne, der kommt da noch nicht dran. Okay. Ah, er haut dann wieder ab. Okay. So, aber da kann er ja auch Rüstung 6 mit. Weiß gar nicht. Ich habe das ja schon häufiger als Witz gesagt, ne? Klaue macht dann aus Rüstung 6 Rüstung 7. Aha. Gut, also gehe ich jetzt hier wieder rüber. Oh, und dann denke ich mir, gut, mach doch da deinen Touchdown. Warum ich das mache, verstehe ich allerdings nicht so richtig, weil... Ja. Es war halt totaler Unsinn. Ach, frag nicht. Am besten gar nicht. Der hätte eigentlich rausgemusst. Für so eine schwachsinnige Aktion. Ja, ich dachte, ich muss hier noch folgen und dann schwärme ich ihn hier hinten noch. Also... Ja. Ne? Es wird auch noch geblockt. Zack, auf die Mütze. Der Blitz kommt hier unten auf ihn. Auch da, er kann, rerollt einfach nochmal einen Push, weil Double Skulls passieren halt nicht. Ja, 1-1. Glückwunsch. Und das habe ich mir wirklich selber zuzuschreiben. Das hier und auch das. So, und beide bleiben draußen, natürlich. Warum auch nicht, das kennen wir dann aus der kompletten letzten Saison. Naja. Ja, ihr wisst ja, über eigene Fehler kann man sich ja nicht am meisten ärgern. Es geht jetzt um den One-Turn-Touchdown und er vergisst komplett gegen den Movement-Szene aufzustehen. Also, komplett. Da brauche ich keinen Block machen, da brauche ich gar nichts machen. Muss ich eigentlich nur hier hinten jemanden haben, der dem da vorne den Ball gibt. So, Platzsturm, einige Spieler fallen auf den Boden. Ja, das ist völlig egal, weil Hauptsache er nicht. Ja, ich habe noch nicht mal irgendwie einen zweiten da aufgestellt. So, hier. Er kann einfach nach da rennen. Dann machen wir mal einen 2-Plus-Pass auf ihn. Der Pass geht daneben. Da brauche ich dann schon mal den Reroll. Oh. Das ist ein 2-Plus-Pass. Ne? So, und jetzt habe ich einen Reroll für einen Sprint. Der geht da daneben und da liegt er wieder dahin. Natürlich, wenn dann auch in der Endzone. Immerhin stirbt er nicht. Aber, liebe Leute, Mann, Mann, Mann. Ich hätte ja auch noch mal schieben können nach vorne. Ich habe ja zum Beispiel Sidestep, ne? Hm. Also, dass ich das unentschieden gespielt habe, habe ich wirklich... Naja. Gut. Erste Halbzeit lief natürlich völlig für mich, klar. Auch mit dem Anschluss eigens dem Riot dann, dass er einen Turn weniger hatte und so weiter. Also, das war schon irgendwie eher... Ja, Pech für ihn, aber... Hm. Ansonsten 19 Rüstungsbrecher bei 37 Tackles. Hm. Ja, kann man haben. Er hat ja auch Mighty Blow. So.
Ansonsten, das war eigentlich so alles ganz in Ordnung. Gut, ging es halt mit dem Unentschieden in die Saison los. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. Bis dahin, euer Jagul.